Ja, ihr könnt tatsächlich eure Sachen in eine der Hütten verstauen, mit den anderen Flussschiffern in den Handel gehen. Die sind auch sehr gesprächig, erzählen euch von einigen Begebenheiten, von Piratenangriffen, und dann bekommt ihr eure geforderten Eier. Dann geht der ein oder andere in den Wald, entweder alleine oder in Begleitung. Und ihr könnt ziemlich spät in der Nacht, also so 2 Stunden später, dann wieder in Richtung der Steinhäuser zurückkehren, vordringen. Einige Leute haben sich schon hingelegt. Die Chaldinger haben ihre Hängematten in dieser Steinhütte aufgehängt. Einige sind sogar noch auf dem Schiff geblieben. Einige Leute unterhalten sich auch noch bei einem kleinen Feuer, was man genau in der Mitte angezündet hat. Es gibt einen kleinen Schlot, durch das der Rauch dann wieder abziehen kann. Also da gibt es keine Gefahr von dieser Seite aus. Ja, die Stimmung ist relativ gut. Und wenn zuerst Rodrigo gemeinsam mit Tokal wieder eintreffen, einige Beeren gefunden haben, einige Nüsse, und dann kurze Zeit später auch wieder Ulfric eintrifft mit 2 großen Fasänen an seiner Seite, ist die Stimmung noch besser. Man lässt sich natürlich erzählen, was ihr getrieben habt und wie es dazu kam, dass ihr jetzt die Satisfaktionsforderung habt. Aber ich denke, nach dann einiger Zeit und der guten Unterhaltung werdet ihr allesamt schlafen gehen, oder? Nein, man hält Nachtwache, man schläft vormittags. Das Nachtwache. ist der Teil, den man als Pflicht sieht. Feuer anmachen auf Deck, in einer großen Feuerschale, auf Deck setzen und umsehen. Gut. Währenddessen die Steine weiter feilen. Ja, die Ulfric wird Waage. tatsächlich die Nacht aufbleiben, ja, und fleißig überwachen, wie die drei das ganze Schiff schrubben. Das war ja die Aufgabe. Ja, die sind auch nach einiger Zeit fertig. Und es gibt eine kurze Diskussion, ob man in der Nacht noch aufbrechen will. Aber nach kurzer Diskussion mit Alrik und auch der Magierin Jolande wird man davon absehen, so dass der Barbar und Alrike nicht in den Wald vordringen, um nach Beeren zu suchen, nach Bären zu suchen oder nach einem anderen Tier oder Pflanzen, so dass die dann relativ gelangweilt an der Deck sitzen und sich andere Dinge überlegen. Kurz die Diskussion, ob man eine große Illusion herbeizaubern soll, aber Yolande ist sich nicht ganz sicher, ob das klappt. Und Alrik rät auch davon, ob da es nicht ehrhaft wäre. Könnt ihr mit ihr Rodrigo hat sich sprechen? wahrscheinlich mit Ulfric im Wald vielleicht leise unterhalten und hat rausbekommen, wahrscheinlich auch, dass hier 2 Otter Jaskos das sind, ne? Also die Richtig. Information, die Ulfric rausbekommen hatte. Wird er dir nebenbei so beim Tratschen, vor allem wahrscheinlich auf dem Rückweg, dann berichten, ja. Ja. Dann wird man gucken, wenn wir zurückkommen, die haben sich dann bestimmt so ein bisschen aufgespalten. Er wird so ein bisschen mal auf die Torwall achten, gucken, ob die in 2 Lagern vor allem den größten Teil sitzen. Das ist tatsächlich mittlerweile weniger der Fall. Also du kannst mit genauem Hinsehen auch eine feine Linie erkennen, die sie da wohl gezogen haben mit ihren Hängematten. Aber eine große Feindschaft kannst du nicht erkennen, nein. Haben Sie bemalte Schilde? Ja, die sind allerdings an Bord, an Deck. Aber du hattest dich im Laufe der Zeit auch umgesehen und konntest 2 verschiedene Schilder erkennen, ja. Waren die alle schon komplett zugemalt oder war da sozusagen noch Platz? Für ein weiteres Zeichen von eurer eigenen Expedition oder wie meinst du das? Ich habe jetzt Farbe. Also hat Rodrigo sich überlegt, vielleicht kann man die Ah. Torvaler begeistern dafür, für ein bisschen Perlmutfarbe. Perlmut ist ja total effortgefällig und will ganz gerne versuchen, die Torvaler sozusagen zu gucken. Bei den Otoyaskos muss ich ihn rumfragen, ob nicht jemand Bock hat, jetzt hier Perlmutfarbe sich hier anzueignen. Er hätte da so ein bisschen was, um vielleicht nochmal irgendwas auf sein Schild zu malen, wenn da noch ein bisschen Platz ist. Nicht, dass ich das malen will, sondern ne, dass sie das malen können. Die machen das ja an seinen sowieso selber oder haben da Leute für. Und er will versuchen dann eben zu sagen, hey, ich will kein Geld, gib mir irgendwas aus deinem Besitz, wenn du irgendwas hast, was du hergeben kannst. Du kannst hier die Schilde sehen. Platz wäre Siehst du? darauf noch. Die sind immer mit relativ einfachen Symbolen versehen, relativ großflächig aufgetragen, sodass es auch leicht auf jedem Schild zu ergänzen ist. Sie werden wohl aber nur mit einiger Überredungskunst von deiner Seite aus auch ihr Schild individueller gestalten wollen. Ansonsten wollen sie es gerne in dieser ja, ganz, ganz eigenen Farbe lassen und da nicht Individualität reinbringen. Vielleicht wollt ihr Individualität auf die Innenseite bringen, dass ihr sozusagen für euch eure Schilde so ein bisschen wiedererkennt, aber nach außen hin seid ihr alles noch eine Einheit, so wie ihr das von außen haben wollt.
Das wird er versuchen, als Begründung anzuführen. Kann man mit der Farbe tätowieren? Das weiß ich nicht. Dafür müsste sich ein Tätowierer die Farbe mal angucken. Ich habe sie dabei. Zeig mal her. Ja, dann zeig ich dir mal die Farbe. Ja, die wird erstmal großflächig analysiert, ein bisschen rumgegeben und nach einiger Zeit... Ja, wird vielleicht auch ein bisschen rausgenommen, um mal zu gucken. Das ist ganz normal, das Ding drum regelt sich. Genau. Ja. Nach einiger Zeit kann dir Trollwulf erzählen, dieser junge Mann, dass man tatsächlich die Farbe auch benutzen könnte, um sie unter die Haut zu stechen. Würde wahrscheinlich schöne weiße Tätowierungen geben. Perlenfarben, den Wassergöttern gefällig. Ah, schimmert schön. Kann man sicherlich unter die Haut bringen, um die ein oder anderen Highlights zu bringen. Ja, gut. Er betrachtet dabei selber seinen eigenen Arm. Was willst du denn dafür haben? Pass auf, ich brauche irgendwas Schönes zum Tauschen. Gib mir irgendwas, was ein bisschen wertvoll ist, aber was du nicht brauchst, oder? Frag mal deine anderen Freunde rum. Vielleicht legt ihr alle so eine Kleinigkeit zusammen und sagt irgendwie von denen, hey, hier, wir haben diese Sachen, die brauchen wir nicht unbedingt und das ist kein Bargeld. Ich will kein Bargeld. Ich will irgendwas dafür haben, was ihr nicht mehr braucht, was ein bisschen wertvoller ist. Aber was eben, wo ihr sagt, hey, das ist eigentlich ein bisschen wertvoller, aber hey, es wäre nur in Geld wertvoller, nicht in dem, was es mir jetzt hier nutzt. Und die Tätowierung finde ich schöner und dann kriegst du den ganzen Top Farbe. Hör mal zu, hier, er greift unter mal unter seinen dicken Bart und holt eine Kette hervor. Hier, die ganze Kette will ich dir nicht überlassen, aber was hältst du von diesem Haizahn? Ich habe 6 Stück davon. Eine würde ich dir überlassen. Also, was meint ihr? Eine Kette oder ein Heizer? Ein Heizer. Ein Heizer, aber mit Lederband. Dass man den so mit dem Lederband? Kann. Ja, dann muss ich mir ein neues suchen. Na gut, ich finde schon ein Lederband. Ah ne, stimmt. Ja. Mit Lederband, das wäre super. Überreden, Probe. Ja, dann bringt mir die Farbe. Und tauscht mit Trollwulf. Ja, warte, erstmal überreden, Probe, bitte. Überreden? Ja. Abends ist er dann sozusagen jetzt hier entschleiert bei den Leuten und würde sozusagen so mit denen reden. Herausragend. Gerade bei den Torwallern hofft er sich mit seinem Torwaller-Mischlingsgesicht, was er zwar hat, aber zumindest ein Stück bei torwallische Züge, die da rauskommen, vielleicht einfach einen kleinen Vorteil zu erhaschen. Ja, nimm einfach mal herausragendes Aussehen, wenn du dich entschleiert hast. Ich bin, wenn die Leute dann fragen, von wegen so, hey, du siehst so ein bisschen Torwald aus, dann sagst du, ja, ich bin Torwaller und Tulamiden-Mischling. Vater Torwaller, Mutter Tulamiden. Ja, die lassen sich auch ein bisschen von dir erzählen, von deiner Geschichte. Man gibt dir auch den Metschlauch, erzählt dir ein bisschen was selbst über Torwal, über die Götter, über Swafnir und ja, schauen wir mal, was die überreden so sagt. Das Glück sagt, ich wiederhole dir das. Ja. Ich hatte oben weiter oben Glück gehört. Ich muss gerade hochscrollen. Ja, ich hatte das gesehen. Das ist meinetwegen auch noch vorher. Na, Sekunde, ich muss gerade hochscrollen. Ich weiß nicht, wie viel Glück ich habe. Um einmal Glück, das würde ich einsetzen. -3 deswegen wegen meinem Aussehen. Ja, herausragend, weiß ich. Das würde noch meinen Schicksalspunkt fressen. Gut. Alles klar, er streift die 15er ab, steckt sich in die Hosentasche und gibt dir die Heizahnkette mit einem Heizahn daran. Alles klar. Danke, Trollwulf und Swaff dir mit dir. Was war denn mit dir? Und Ifern. Und Ifern. Stimmt, Ifern habe ich auch kennengelernt. Da, wo ich herkomme, gab sie nicht, aber es ist eine sehr respektable Göttin. Ja, nun, die milde Göttin. Mit Firon haben wir nicht ganz so viel am Hut, aber nun, für milde Wilder kann man schon mal bitten. Ich habe schon gehört, dass es bei euch so, dass es Schnee und Eis gibt. Das kenne ich noch nicht, das muss ich mal kennenlernen. Oh, ja, ziemlich kalt. Wenn du dich hier länger dort aufhältst, wahrscheinlich mit deiner dicken Haut, dann wirst du weniger Probleme haben. Aber ja, wenn man dort oben in Richtung Norden sticht, in das ewige Eismeer, da wirst du den Schnee nie wieder los. Dein Bart gefriert, deine Augenbrauen, deine Nasenhaare kannst du abbrechen. Schon wichtig, ja, dass man da nicht die ewige Kälte von dem grimmigen Herrn Firun hat, sondern auch die milde Ifern bei seiner Seite weiß. Gut. Ja, dankeschön, Trollwulf. Er hält die Kette nochmal hoch. Ein wirklich schöner Heizahn. Dankeschön. Gerne. Aber du musst ja einen eigenen noch erlegen. Wenn ich mal die Chance dazu habe. Ich bin bisher nur einmal zur See gefahren. Und jetzt hier ist das zweite Mal sozusagen, aber das ist ja keine richtige See hier.
und ich freue mich schon darauf, nochmal richtig zur See zu fahren und das große Meer zu sehen und nicht nur hier auf einem Fluss herumzufahren. Keine Sorge, in der blutigen See gibt es genug Haie. Zwickert ihr zu. Alles klar, dann werde ich mir da mal einen suchen müssen. Er zwinkert ihm auch noch zu und würde sich dann versuchen, schlafen zu legen und noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Er hat heute recht viel gemacht. Ja, und will noch ein paar Stunden Schlaf nachholen. Gut, ich glaube, Padraigin ist noch die letzte, die Freizeit hätte. Naja, Padraigin hat ein echt auer Bein. Und momentan echt wenig ASP. Die wird das Ei vernünftig unterbringen und sich tatsächlich schlafen legen. Gut. Weil, das sind die Flussschiffer werden da jetzt wahrscheinlich keine riesigen Rationen Fleisch zu verkaufen haben. Außerdem sieht Tokai ja sehr glücklich aus mit dem, was wiedergekommen ist. Also haut man sich hin, solange man Zeit hat, bis man halt auch mit Wache wieder dran ist. Ja, Tokai in der einen Hand den blutigen Fasan vielleicht noch oder nicht mehr blutigen Fasan in der einen Hand, in der anderen Hand Rohal und schläft da auch wie ein Stein. Am nächsten Tag, die Schiffe werden wieder nach und nach bemannt, die Steinhäuser entleert, kann man euch mitteilen, dass man im heutigen Tage wohl Elendwina erreichen wird, am Arvid. Aber bis dahin ist noch einiges zu tun. Und so werden die Taue wieder gelöst, nach und nach die Segel gesetzt und man sticht in See. Man kann an den relativ langsamen Flussschiffen wieder entlangfahren, sie überholen, da die mit ihren Rindern vorgespannt auf keinen Fall so schnell sind wie ihr, mit Ruderern und vollgesetzten Segeln. Rodrigo heute etwas besser gelaunt, wird aber trotzdem hier Leibesübungen ansetzen. Hier erst ein paar Liegestütze, sozusagen zum Aufwärmen, damit die Muckis ein bisschen warm werden und dann Schild und Knüppel geschnappt. Und dann wird er sozusagen wieder ein wenig Training machen. Diesmal mit etwas anderen gemischten Gruppen. Er hat sich davor vielleicht angeguckt, wie die Leute sich hinstellen und wie die Leute sich sozusagen ein bisschen anders hinstellen. Und wird auch gucken, dass sozusagen ab jetzt wirklich Dreierteams gegen Dreierteams sozusagen hier an einer Position auf dem Deck trainieren. Nehmen wir den Bug, also vorne, um sicherzustellen, dass jetzt hier sozusagen niemand bei der Arbeit gestört wird von den Seefahrern, aber dennoch, dass jetzt hier Training in die Leute reinkommt. Und wird auch selber immer wieder Tipps geben. Er will vor allen Dingen versuchen, das Schildspiel der Leute, das sowohl das Solo- als auch das Gruppenschildspiel der Leute so ein bisschen zu verbessern, dass eben die Überlebenschancen erhöht werden. Weil er sich einfach denkt, einen Schlag daneben zu setzen, ist das, was nicht tötet. Aber getroffen zu werden, das ist das, was wirklich tötet. Und so wird er es den Leuten auch einbläuen. Von wegen so hier, du kannst einen Schlag daneben setzen, aber wenn du einen harten Treffer abbekommst, dann kann das ein Ende bedeuten, gerade wenn es schon der dritte oder vierte ist. Also die Schildparade richtig machen, umso mehr Leute kann man nämlich auch erledigen. Gut. Die Männer nehmen selbstverständlich wieder Aufstellung. Ich vermute, Ulfric wird der Sitzung auch beiwohnen, vielleicht sogar mittrainieren oder die ein oder andere Ausbesserung geben oder nur daneben stehen und mustern. Na, er wird erstmal gucken. Er hat ja seinem Kameraden einige Informationen gegeben. Erstmal gucken, wie der das umsetzt und sich dann einen Plan machen, wie er es am Ende schafft, die Leute ein wenig taktisch arbeiten zu lassen. Er hat ja sowieso noch was vor, deswegen hatte er sich ja das Garadan-Brett organisiert. Allerdings ist das ja jetzt erstmal für die Satisfaktion am Folgetag in Beschlag genommen worden. Ja, Rodrigo versucht momentan, Otayasko gegen Otayasko mal aufzustellen, damit das Formationskampfsystem sich vielleicht erstmal etwas festigt, um sozusagen immer kurz bevor man sozusagen mit der Gruppe fertig ist, nochmal sozusagen für 3-4 Minuten oder 5 Minuten, also wirklich kurz vor Schluss nur, sozusagen noch einmal die Gruppen komplett zu mischen. Dass sie sozusagen die meiste Zeit zwar Gruppenkonstellation kämpfen als Otayasko, aber eben dann am Ende auch nochmal gemischt. Um sozusagen zu lernen, wie es ist, wenn man jemand anderes neben sich hat, den man nicht so genau kennt wie seine Freunde. Ja, da bemerkst du auch tatsächlich, dass der Schildfall zwar standhält, es aber ein bisschen Uneinigkeit gibt und die ein oder anderen mal nicht so hoch gehalten werden müssen, wie es geht. Wieder die ein oder andere Platzwunde, die geheilt werden muss, entweder auf profane Art durch Krolax oder durch magisches Wirken von Padraigin, aber auch nur wenig, was da an astraler Kraft reingepumpt werden muss. Vielleicht auch der ein oder andere, der mit einer Stirn weiterkämpfen muss oder auch weiterkämpfen will, weil man sich die Blöße nicht geben will. Da gibt es also tatsächlich noch einiges zum Ausbessern, aber man kann am Ende des Tages schon recht zufrieden sein.
Rodrigo wird den Leuten auch am Ende des Tages sagen, von wegen so, morgen ist erstmal ein Tag Erholung von den harten Trainingseinheiten, Mann gegen Mann, aber übermorgen geht's wieder weiter. Morgen wird dann sozusagen reines Ausdauertraining gemacht. Also kein Kampf gegeneinander, sondern wirklich laufen, wenn es geht, wenn wir irgendwo die Möglichkeit haben. Ansonsten werden wir viel mit Klettern und Liegestütze arbeiten und Klimmzügen. Ja, Thoros ist auch relativ zufrieden. Der steht immer noch oben. Der eine oder andere blickt zum Kartentisch, blickt aber auch immer wieder von dir auf, nickt dir zu, zwinkert dir zu und freut sich dann in einer ruhigen Minute, wenn du mal mit ihm reden kannst, ermuntert er dich auch. Lässt sich selbst vielleicht noch das ein oder andere von dir erklären, warum du das jetzt so und so angegangen bist und dir selbst auch einige neue Sachen beibringt vielleicht. Ja, bestimmt. Rodrigo kann zum Beispiel keine Finte und so und ja, wirkt relativ schwerfällig in seiner Rüstung. Er hat da definitiv auch noch so ein paar kleine Defizite. Genau, auch die werden ihm dann auffallen, würde dich darauf hinweisen, dass du zum Beispiel etwas antäuschen kannst oder so. Bist also tatsächlich der Meinung, dass der vielleicht dir das ein oder andere im Kampf auch beibringt, wenn er denn sich dazu herablassen würde. Eingebildet sieht er nicht aus, nur schwer beschäftigt. Wer war das gerade, wenn du meintest? Thoras. Der Kapitän. Ja, er wird ihm auf jeden Fall immer aufmerksam zuhören, wird ihm dann zunicken und weiß aber eben, dass der Kapitän ganz andere Dinge zu tun hat, als mir lange Dinge zu erklären. Er kann vielleicht mal einen Tipp kriegen und dann über die Wochen hinweg dann vielleicht sich daraus irgendwie sowas wie Finte rekonstruieren. Genau. Aber grundsätzlich wird er ihm immer sozusagen so zuhören. Zitiert aber auch, wenn sofort jemand anderes ankommt und irgendwas von ihm will, weil er eben der Kapitän ist. Er muss die Dinge im Auge behalten, dass sie nicht aus dem Schief laufen. Und er wird dem Kapitän aber sagen, ja, ich versuche alle 2 bis 3 Tage nur Mann-gegen-Mann-Training zu machen. Die Leute immer fit sind. Immer im Kampf sind, aber immer nur maximal leichte Blessuren haben. Niemand soll hier geschwächt sein, wenn wir wirklich überfallen werden. Was dir dann auffällt, ist, nachdem du das ein oder andere Mal die Finte selbst ausprobiert hast, dich auch mit ihm unterhalten hast, kannst du sehen, dass die Maraske wohl sich mit Thoras Uy Sandström unterhält und danach auf dich zukommt und dir dann das ein oder andere beibringt bezüglich der Parade. Wenn du gegen sie selbst ziehst, sie wird sich auf ihren Fächer spezialisieren und sehr geschickt ausweichen, wenn du sie angreifst, kannst du erkennen, dass sie da wohl eher in eine Meisterparade reingeht und sehr viele Punkte aufsammelt und dann in einem sehr gezielten Stich ihre geballte Kraft zu entladen, was ja auch zu dem einen oder anderen tödlichen Stich führen könnte, wenn sie es denn wollte. Also auch hier hättest du die Möglichkeit, sehr exotisch das Kämpfen zu lernen. Ja, er wird ja mal aus Gedanken und würde sagen, ja, er würde ganz gerne weiterhin diese Art des Kampfes, die er überhaupt nicht kennt, denn der Kriegerklinik wurde ihm beigebracht, Schild und hart zuschlagen, gerne von ihr, immer gerne auch noch hier am Tag 1-2 Stunden dann von ihr lernen, wenn sie die Zeit hat und die Muße. Ja, sie ist gerne dazu bereit. Ja, die Heizzahnkette möchte Rodrigo während des Tages um den Hals tragen, ganz offen, um zu gucken, ob vielleicht irgendwelche Blicke auf die Heizzahnkette fallen, vielleicht von Leuten, die anscheinend Interesse daran haben, schon allein durch mehrfaches Hingucken. Ja, einige von den Torwalern haben weniger Interesse an der Heizzahnkette, sondern mehr an der Geschichte daran, wie du daran gekommen bist. Wie groß er war, wie er hieß, an welcher Küste. Ich würde sagen, das ist eine Heizzahnkette von Trollwulf. Ich habe sie mit ihm getauscht. Leider ist das nicht mein Verdienst. Ich hoffe, der blutigen See mir das verdienen zu können, es selber zu jagen. Diese Kette ist leider nicht mein Verdienst, das wird er ganz offen zugeben und ehrlich und wird sagen, ich werde es versuchen, mir selbst einzujagen, aber das ist nicht meine. Das ist meine, aber die habe ich mit Trollwurf nur getauscht. Das ist seine Jagdgeschichte leider. Also leider im Sinne von, dass es nicht die eigene ist von Rodrigo. Ja, okay. Ja, man hätte trotzdem gerne eine Geschichte gehört. Man erzählt dir noch, dass die Torwaler gerne, Lügengeschichten werden sie es nicht nennen, aber ihre eigenen kleinen Sagen auch erfinden. Das ist keine Lüge, sondern das gehört dazu. Das künstlerische Freiheit. Richtig, genau. Wird man dir erzählen, sodass du da sehr, sehr gut in die torwalsche Tradition hineinschnuppern kannst. Ja, vor allem würde ich auch sagen, hier bringen wir mal so ein paar Worte bei Torwald. Was heißt denn jetzt hier Blödmann? Was heißt denn jetzt hier Guten Tag? Was heißt denn hier die Götter mit euch? Wie spricht man das Rö aus? Das Sandström. Und so. Und wird auch so ein bisschen versuchen, ins Torwald schon mal reinzuschnuppern. Denn die Leute werden ja bemerken, wenn sie ihn sprechen, dass er echt kein Torwald kann. Dass da, wo er es herkommt, es maximal Torwaler im Hafen gab. Aber dass er nichts mit ihm zu tun hatte, weil er an der Akademie war.
Den Schleier hast du während des Tages auch noch angelegt, richtig? Während des Tages habe ich den an, genau. Die Leute haben nur abends gestern zum Beispiel mal gesehen, dass ich definitiv auch Torwaller bin. Als es so ein bisschen familiärer war, als man sozusagen unter sich war. Ulfric, du wolltest noch Garadan spielen. Hattest du einen speziellen Gegner oder wolltest du gegen dich selber spielen? Wie war das? Das Brett würde in, ich glaube, einen Tag oder in 2 Tagen, nachdem Tokal mit Kochen fertig ist, würde es gebraucht werden, aber aktuell könntest du Da noch damit hat rumspielen. Ulfric noch etwas anderes vor mit. Deswegen wird er erstmal warten, bis Tokahis Satisfaktion durch ist, bevor er dann seinen Plan in die Tat umsetzt. Also ein längeres Spiel über mehrere Tage. Mehrere Spiele höchstwahrscheinlich. Okay. Tokai, auch du hast einige Zeit unten in der Küche gestanden, immer wieder neben Danjida, die dir das ein oder andere in Hauswirtschaft hatte beibringen können, bezüglich Kochen. Und dann ist es wohl soweit. Was hast du gezaubert? Der Zauberer wird schließlich oben auftischen. Breit grinsend wird er also kleine Holzschälchen sich von den Leuten geben lassen. Da wird ja jeder seine eigene haben und wird die auffüllen. Es gibt den Fasan, ja, als Geflügel, angebraten in der Pfanne, in einer geilen Tunke, die mit Zwiebeln, also Waldzwiebeln, so kleinen Zwiebeln und verschiedenen Beeren, ein bisschen Äpfeln, ein bisschen Birnen, also in der süßen Tunke, gereicht wird, gemeinsam mit Ei. Das ist das, was er bringt. Es gibt insgesamt. Rührei oder wie ist das? Nee, das Ei ist in die Tunke mit reingerührt. Okay, zum Andicken. Genau. Und ja, es gibt also Fleisch mit süßer Tunke. Insgesamt gibt es 52 Mahlzeiten, die der Zauberer auftischt. Der geht auch rum, ja. Er hat eine große Platte, wo er wahrscheinlich das Vogelfleisch, das Geflügel drauf hat. Und immer wieder den Leuten wahrscheinlich Nachschlag gibt. Ich weiß nicht, wie stark unsere Mannschaft insgesamt ist. Also ich glaube, es sind. Oh, ich habe nicht durchgezählt, tut mir leid. Also auf alle Fälle 10 pro Segel, das hatten wir festgehalten. Das sind 2 Segel. Das heißt mindestens 20, dann plus die paar Offiziere. Ich müsste durchzählen. MapTools Aber hat dann leider. sind es 35 Leute oder so, oder 40, MapTool was hat wir ja kommen. keinen Tokenzählapparat, ne? Das geht nicht. Genug, als dass wir mit 52 Mahlzeiten die ganze Mannschaft füttern können. Ja, also es reicht auf alle Fälle, damit jeder noch einen Nachschlag bekommt. Und ja, wenn man dann irgendwo gegen Mittag des Tages zusammengerufen wird und eine zusätzliche Mahlzeit eingenommen wird, was die Moral auch sehr stärkt, weil es normalerweise ja nur trockenen Zwieback oder sowas gab, wird man ja ziemlich gut gelaunt sein. Immer wieder Nachschlag fordern und das Essen mundet und zwar allen. Umso bekümmerlicher wird es dann sein, wenn Rodrigo nach der großen Pause sozusagen die zweite Gruppe dran nimmt, um dann zu sagen, los, jetzt werden wir ein bisschen trainieren. Das ist ja sozusagen im Laufe des Tages das Training. Du wolltest nicht Kochen werfen, sondern Alchemie, oder? Habe ich schon gewürfelt, ja. Wo war das? Ich muss gerade nach oben. Kennst du was rausrollen? Alchemie mit Elf Spezialisierung Sterne. nicht benannt, 11 Sternchen, genau, mit der Erschwernis von 5. Genau, und die ist abgebaut worden durch die Kräuter teilweise, deswegen war es nur eine Erschwernis von 2. Gut. Also am Ende bleiben 11 Sterne für Kochen über, ne? 11 THP-Sternchen, eine meisterlich geschaffte Probe, das Publikum verlangt Zugaben. Zusätzlich also nicht nur das gut zubereitete Essen, sondern auch die Art der Sachen, die gegessen werden. Fasan ist natürlich etwas ganz Spezielles und zusammen mit den Kräutern, dieser Apfel-Birnensoße mit Zwiebelchen, das ist was ganz Spezielles und hat man so gerade in Torvald noch nicht gegessen. Wirklich ganz toll gemacht. Super. Nur weil du mich beschützt hast vor diesen Spinnen, die uns überfallen haben, Rondrigo erklärt Tokal lächelnd. Er hat immer noch so leichte Blessuren, die natürlich alle gepflegt worden sind. Und weil mein guter Kamerad Ulfric das beste Fleisch geschossen hat, was wir finden konnten. Das hier war eine Teamarbeit, eine Gruppenarbeit, eine Gruppenleistung, eine Heldenleistung, eine Gemeinschaftsleistung, ja, von uns allen, für uns alle. Nun hört endlich auf. Man kann ja nicht essen bei dem Krach. Alrik kommt nach etwa, ja, es ist so ungefähr 15 Uhr, kommt er auf dich zu. Was er gemacht hat, er hatte zwar 3 Aale gefangen und konnte noch ein bisschen an Kaviar beisteuern, also rohe Fischeier, die er dem Kapitän und jetzt euch Helden kredenzt. Hat Ich habe er. 2 Punkte Glück und einen Schicksalspunkt, die ich ihm reinwürgen kann. Ich will, dass du alles wiederholst, so lange, so bis es so schlecht ist, wie es geht. Ja, du hattest ja am
Vortag, während er geangelt hatte, hattest du schon einmal Glück reingeschmissen und da kam von Krolax eben die Antwort, sodass er die Aale tatsächlich schon hatte. Er genau, gibt auch, aufs Kochen. Er gibt auch auf. Er gratuliert dir und überreicht dir den Handschuh, mit dem er dich am Vortag geschlagen hat. Verbeugt sich vor dir und sagt, dass der Fasan außerordentlich vorzüglich war. Er entschuldigt sich im Namen seiner Kameraden, des Barbars, dass es da wohl diese Fisimatenten gab, dieses Aufziehen, so nennt er es. Und möchte dir als Entschuldigung auch die Fischeier zusammen mit dem Aal reichen. Der Kapitän selbst hat auch schon das ein oder andere zu sich genommen, was ihm da gereicht worden ist und sieht zufrieden aus, aber kann dir auf keinen Fall nachkommen. Gutgläubig und leichtgläubig, Tokai lächelt breit, er verneigt sich auch tief. Eure Ehrenhaftigkeit rühmt euch. Und ich benutze meinen Schicksal als Punkt, damit du dir neu würfeln darfst, wenn du möchtest. Ja, ich fürchte mich halt ein bisschen, dass er mich gerade vergiftet, ne? Ich auch. Ist die gesamte Probe. Wenn du keinen mehr hast, würdest du meinen kriegen. Ja, ich weiß nicht, wie viele Punkte jetzt ich ausgeben musste für seine Proben und so weiter. Aber ich habe auch noch Glück, also je nachdem, wie viele Punkte Frosty da... Krolax ist es einfach als Erster. Ja, gut. der ist doch eh immun. Ja, Krolax hat einen Stahlmagen, das ist egal, aber dein Blick geht von ihm, kannst du ihn überhaupt nicht einschätzen. Du vermutest, er ist ein meisterhafter Lügner. Geht dein Blick erst zu Krolax, dann schüttelst du mit dem Kopf, dann in Richtung von Thoras, Uwe Sandström. Der sieht zufrieden aus. Der hält sich auch hinter den Bauch, nach dem Motto Bauchschmerzen oder sowas. Dem geht's gut. Also du kannst ihn tatsächlich nicht einschätzen. Der Zauberer wird dann schließlich reinhauen. Er wird breit grinsen. Deine Ehrenhaftigkeit rühmt dich. Gesundheit. Putznäschen, mein Gesundheit. Dies. Ja, der Zauberer wird reinhauen. Eure Ehrenhaftigkeit rühmt euch. Und ich entschuldige mich für jeden Affront, den ich euch gegenüber verursacht haben mag. Der Zauberer lächelt. Nun, tatsächlich habt ihr eine Wette gewonnen. Die Satisfaktion steht euch also zu. Mein Segen werdet ihr nicht bekommen, aber die Erlaubnis, sofern ihr mit Yolande anbandeln wollt, so sehr sie denn selbst... Niemals könnte ich gegen die Erlaubnis eines Mannes, der vor Travia mit einer Frau geehelicht sei, jene Frau ihm gegenüber entweihen. Hätte ich es nur gewusst, dass ihr verheiratet seid. Ihr seid ein Ehrenmann. Ich dachte. Und ihr dasselbe. Natürlich, zwischen uns steht nun nichts mehr und ich hoffe, dass wir Freunde sein können, mein guter Freund. Aber ich fürchte, dass mein Garadan-Spiel mit eurem großen, muskulösen Freund noch aussteht. Nun, dieses Garadan-Spiel sei komplett unabhängig von unserer Zwist. Tatsächlich hat er sich dort in eine Situation manövriert, in der ich ihm nicht helfen mag. Der Zauber beugt sich vor und flüstert Alrik ins Ohr. Natürlich, obwohl ich es ablehne mit eurer Dame alleine, vielleicht könnten wir einmal ein Täter-Katere machen. Ein bisschen zu viert. Einmal. Zauber klopft mir auf die Schulter, lächelt und scheint sehr zufrieden mit der Welt und sich selbst. Ich werde Yolande einmal danach fragen, ob sie... Gerne. Und nachdem sie euer bestes Stück schon einmal erblickt hat, tatsächlich darauf einstimmt. Und ich will Branwen fragen, ob sie einem Partnertausch auf einmal oder so zum Ausprobieren zustimmt. Vorzüglich. Er gibt dir die Hand. Ausgezeichnet. Der Zauberer gibt die Hand zurück. Wie es ein Gentleman ebenso tut.